Mittwoch, 15.15 Uhr, 50,95 mm. Und hallihallo, liebe Leute. Ich bin Akkommissar 21, mal Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Ja, endlich geht's mal wieder weiter mit Heavy Rain. Wow. Ja, ich hab wieder Bock. Ja, ich hab wieder, bei mir ist wieder vieles Neues passiert. Ich hab einen neuen Fernseher, falls ihr es, wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, bei meinen ersten und zwei Teilen, wo ich euch mal meinen Fernseher gezeigt hatte. Vielleicht mache ich doch noch einen dritten Teil, dann wäre es ein dritten Teil vielleicht noch. Dann wäre der dritte Teil aber der letzte Teil. Und das wäre dann sozusagen schon wie eine Trilogie. Okay. Weiter geht's mit Heavy Rain. Erstes Level. Mit anscheinend Madison Page. Ja. Ups. Sieht viel besser aus. Das Bild. Nicht mehr so kacke wie bei meinem alten Fernsehen. So. Ich bin totenmüde. Ich muss schlafen. Die Rezeption. Schlaf. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Okay. Die Stimmung hier ist bedrückt. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das Kind noch leben. Denn alle Opfer wurden erst 3 bis 5 Tage nach der Entführung ermordet. Die Zeit wird knapp für die Ermittler und die Chance schwindet, den Jungen noch lebendig zu finden. Michael Nady für ICN. ICN, okay. Krass. Puh, okay. Klingeln wir mal. Die Rezeption. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Ja. Hoffe ich auch mal. Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Okay. Madison Page, 27, ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Alter. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Boah, ja. Das wäre... Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Zimmer 108, okay. Müssen noch ein bisschen weiter hoch. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Oh, der Typ hier raucht, wie ich auch gerade. So. Wir haben Aschen. So. Da ist jemand. Ist er verletzt? Okay. Hallo? Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt.
Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Eieiei, oder? Okay. Dann los geht's in dein Zimmer, Ethan. Ethan Mars. Das geht mich nichts an. Ich lasse ihn da und sage an der Rezeption Bescheid. Alma? Er will nicht ins Krankenhaus? Warum? Da muss ich doch fragen. Er ist völlig neben der Spur. Was zum Teufel ist mit ihm passiert? Haben Sie den Schlüssel? Hier, rein da. Er hat Probleme. Ich kann nicht einfach weggehen und ihn sich selbst überlassen. Ich helfe ihm erst und dann stelle ich Fragen. Okay. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Ja, sau weh. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Okay, schnell. Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Okay, los geht's. Hier, Tabletten. Hier, nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten, zu warten. Okay. Eieiei. Nicofren 100, Antibiotikum bei Infektionen. Brauchen wir nicht. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ah, sehr gut. Dann los. Desinfizieren wir mal die Wunde. Ich desinfiziere Ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Ganz langsam. So. Langsam. So. Nochmal. So. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Okay, wir helfen Ihnen. Nochmal rüber zur Dusche. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Du hättest ja mitduschen können. spannend. Reden Sie. Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen, keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin.
Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Ah, er ist fertig. Die Madison. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Okay, er speichert. Ich weiß es gar nicht. Ist es jetzt ein weiterer Kapitel? Oder nicht? Weil dann würde ich mich gerade noch ganz, ganz schnell schlau machen. Ich habe hier so eine Seite, wo alle Kapitel aufgelistet sind. Wo ist denn diese Seite gerade? Ah, shit, wo ist denn die? Ah, hier, so. Die Seite gibt schon seit ungefähr 2009, seit das Spiel raus draußen ist. So, was hatte ich zuletzt gemacht? Der Bär. Erstes Treffen. Ah, danach kommt dieses eine Kapitel, okay. Dann ist es immer noch das erste Treffen. Okay. Was denkt er denn? Es tut noch weh. Aber ich muss weitermachen. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Ja, erstmal chillen. Ich weiß nicht, warum sie mir geholfen hat. Hoffentlich erzählt sie es niemandem. Ja, hoffen wir auch. Origami? Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Ich habe großen Durst. Okay, dann trinken wir erstmal was. Ist hier vielleicht was? Ah, hast du dir eine Wasserflasche geholt? Wenigstens etwas. Na, das war lecker. Ich glaube, ich trinke auch gerade mal was. Bekomme ich auch irgendwie Durst, vor allem weil ich vorhin geraucht habe. Das macht ja den Mund noch etwas trockener. Verbindungen können wir nicht betätigen. Okay. Lauf doch mal weiter, Alter. Können wir noch hier irgendwas machen? Aufs Klo gehen? Gut. Even. Na gut. Mann, ist der fertig. Nach diesem Unfall und wir haben nichts erreicht. Shit. Boah. Scheiße, ist der fertig. Na gut. Origami. Zweite Prüfung. Mal gucken. Ein Schmetterling.
sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten, das alte Kraftwerk? Ach du Scheiße. Sind Sie bereit zu leiden? Scheiße. Ey, nehmen wir Tabletten mit. Für die Schmerzen. Okay, Leute, das war's da schon mit Heavy Rain, mit dieser Folge. 15 Minuten ist okay, oder 16 Minuten. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Heavy Rain. Bis dann, euer Akumisi 21. Yeah!